Q3 ist auf jeden Fall drin. Es hängt auf jeden Fall davon ab, was ich jetzt auf die jeweilige Runde hinbekomme. Runde? Runden? Mal gucken, ob es Mehrzahl werden, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zum Qualifying aus Spa. Hi, wie geht's? Hier hast du die Ziele für das Qualifying am Wochenende. Platz 21, Ericsson und Magnussen. So langsam müsste ich mal an Ericsson vorbei. Wird echt mal Zeit. In Monza haben wir dann mehr Abtrieb. Juhu, in Monza. Aber ist schon nicht verkehrt. Wir fahren ja generell über unseren Möglichkeiten. Es ist Zeit fürs Qualifying hier in Spa. La Source, Blanchimont, Eau Rouge. Namen von Kurven und Streckenpassagen, die jedem Formel-1-Fan auf der Zunge zergehen. Wenn es darum geht, Rundenzeit aus der Strecke herauszuholen, erreicht man das gewöhnlich durch Maximierung der Spitzengeschwindigkeit. Sollte man den Abtrieb minimieren, die Kurven mit Risiko angehen und auf den Geraden alles rausholen? Die Teams sind mit einer Vielzahl von Teilen eingetroffen, mit denen sie das meiste aus den langen Geraden herausholen wollen. Die Wagen werden zwar in den Kurven schwerer zu steuern sein, aber das gilt ja dann für alle Teams. Das war Magnus, das war nicht unser Wagen. Der hat keine 20, unser Wagen. Was ich ganz vergessen habe im freien Training, das Benzin. Einzustellen. 5 Runden. Ich werde erstmal wieder etwas vorspulen. 2,7 Runden, auch wenn es hier lang ist, komme ich da mit einer Runde ganz gut hin, wenn ich eben auf Mager fahre. Ja, Parkvermehrregeln können gelten. Dann... Hab gar nicht geschaut, was die Reifen runter haben. Vielleicht hat das Spiel da jetzt was durcheinander gehauen. Es ist zwar bisher noch nicht wirklich vorgekommen, dass dann überhaupt nicht benutzte Reifensätze auf einmal angefahren waren, meine ich. Habe ich soweit mitbekommen, beziehungsweise nicht mitbekommen, aber mal drüber gucken kann ich schaden. Es war auch irgendwie ein Zwang, Kontrollzwang, aber hey, ist ja alles für den guten Zweck. Schau wieder. Dann nehmen wir heute mal den hier. Den hier. Jetzt nicht verschlafen und das Q1 ist dann zu Ende. Nur weil ich gerade der Musik lausche. Ja, die fahren 1,51er. Alles klar. Also ich nehme an, dass ich mich mit der einen Runde nicht so sehr verbessern werde, dass ich hier nicht von der Pole starten werde. Dafür haben wir einfach zu wenig Motorleistung. Und das ist ja auch irgendwie gut so, wenn schon auch schwer. Will ich mal das Benzin ändern. Kommt jetzt gleich. Klick. Just sei leise. Bestätige. Hat er aber recht. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Der Hintermann kommt näher, den lasse ich jetzt auf jeden Fall auf der Geraden vorbei. Ein Ricardo, schon auf der 7. Wobei, muss nichts heißen. Wobei, es haben wir schon viele Zeiten hingesetzt, weil wir schon fortgeschritten sind. Wir sind ja schon bei den letzten 5 Minuten. Reifen schon, da kommt der nächste hinten an. Stärker eingelenkt als beim letzten Mal. Beim letzten Qualifying-Tempo. An dieser Ecke. Hintermann ist noch weit weg, da fahre ich jetzt noch hier den Linksbogen, Pouvoir, und dann lasse ich vorbei. Ferrari, oder? Sieht sehr rot aus. So, Gas geben, jetzt hier rechts bleiben und schön vorbeigelassen. Hinten kommt jetzt niemand mehr an, ich hoffe, mir wird dann auch schön Platz gemacht, wenn ich gleich auf meiner schnellen Runde bin. Ich fahre ja bloß eine. Ja, nicht die Reifen jetzt schmutzig machen, das ist total kacke. Werdet sauber, ihr Reifen. So, los geht's. Eine Runde. Gucken, ob's passt.
Also in den 8. bin ich jetzt nicht gekommen, das war schon mal. Aber jetzt war es nicht der Fall. Soweit, solide durch La Sens gekommen. Nicht ganz optimal, es war jetzt zwar nicht wirklich arg langsam, aber es war sehr reifenfressend, aber ist ja eigentlich nicht so wichtig. Dennoch war es langsamer als gewöhnlich. Ja, da muss ich nochmal rausnehmen, ansonsten wäre mir das Heck umgekommen. Zweit innen am Ausgang. Zweit außen in der Kurve beim Eingang. Boah, da kommt das Heck, ist ja gemein. Voll ausgefahren, die Kurve. Jetzt spät reingebremst wegen der dritte Gang. Also neue absolute Bestzeit 1:52,9. 4:5 wird's nicht. Das war das Qualifying-Tempo aus T3. War nicht gut reingebremst. Ziemlich kacke sogar. Reichen sollte es dennoch, nehme ich an. Platz 9 aktuell. Ich glaube, ich schaue gleich mal auf die Zeit. Jetzt fahre ich erstmal hier noch rum, gucke auf die Streckenkarte. Nichts zu sehen. Oh, 52,7. Dann ist die Strecke doch wieder besser geworden. Da sieht man aber mal wieder, wie viel Zeit da drin steckt in dieser einen Runde, weil es waren so viele Fehler drin. Okay, vor Danny Ricciardo. Start als Teamkollege. ...54,6, 1,9 Sekunden schneller. Je nachdem, ob er eine vollgescriptete Zeit gefahren ist... ...oder jetzt schon hier mit uns. Hinter mir ist gerade nichts, deswegen kann ich hier... ...schön gemütlich... ...meine Ecken drehen. Okay, damit sind wir auf jeden Fall weiter, aber ich muss mich noch gut strecken. Schnellste Runde überhaupt und überhaupt. Im Moment liegt die schnellste Runde bei 1:51,4. 1,3 Sekunden. Schnellste Runde insgesamt heißt's. Ich benutze es einfach nicht so oft, deswegen vergesse ich es dann immer gerne mal wieder. Also wenn ich jetzt hier das Qualifying beendet hätte, mit dem Totalschaden... Hätten kaum was an, aber ehe der bei uns ist, sind wir schon längst wieder in der Box. Vor allem hier, wie blöd ich da angebremst und runtergeschalten habe. Naja, kann ich alles noch in Q2 besser machen. Zeit 1:52,7. Werde ich mir mal soweit merken, es denn möglich ist. Fehlt dir da jetzt denn soweit? weit? 732 war es. 52, 732. Da will auf jeden Fall noch jemand seine Runde beenden. Der nächste auch, der jetzt kommt. Der ist zu schnell für die Boxengasse. Moment. Moment, McLaren? Ne, der kann auch reinfahren. McLaren stand ja in der Konstrukteurswertung 2015 in dem Fall rechts von Lotus, also weiter hinten, deswegen näher des Boxenausgangs. Wollte schon sagen, fährt er jetzt gerade wirklich nochmal raus? Reifen haben 8% runter. Gut.
Na, sehen wir gleich noch alles. ...1,4 Sekunden, ja. Ausgeschieden sind Lewis Hamilton mal wieder. Mittlerweile hat er nicht mehr den so guten Wagen, dass er mit den Gelben weiterkommen kann. Grosjean ist weitergekommen. Nasser nicht auf der 18. Dann quer, dann Verstappen, Gutierrez, Magnussen. Und wieder zwei starke Fahrer ausgeschieden. Verstappen und Hamilton. Weil ich vorzeitig beendet habe, doch nicht fertig geworden. Gleich mal wieder betanken, aber sollte ja noch auf 5 Kilogramm stehen. Frische Reifen sind's auch. Mit den Reifen werden wir sehr wahrscheinlich starten und die Wolken haben etwas den Himmel zugezogen. Soll's nicht verpassen, hier wieder aufzuhören mit Vorsprung? Der stammt nicht von Mercedes. Der schon, der weiße da. Der weiße Wagen. Der Motor des weißen Wagens. So ist es richtig. Gut, Zeit verbessern. Muss Sinn. Muss drin sein. Jeff, sei leise. Er ist angekommen, bestätige. Jetzt war ich hier etwas zackiger. Als letztes Mal. Den Fahrer hinter mir muss ich nicht vorbei. Ah, wobei. Nur weil ich gerade zum ersten Mal fahre. Ja klar, die sind ja an sich auch schon gefahren. Hab nicht drauf geachtet, ob der jetzt aus der Box kam oder von der Strecke schon. Hat man wieder schön die fiese Bodenwelle bemerkt. Wieder deutlich weniger eingelenkt. Noch überall 0%. Ja, der Herr hinter mir, der ist nicht schnell. Der wird gerade auch auf einer nicht schnellen Runde sein. Ja, das war etwas zu aggressiv. Mit den Reifen starten wir womöglich, wenn ich es hinbekomme. Also muss ich da schon besonders drauf aufpassen, aber ich bin gerade noch zu aggressiv mit den Dingern unterwegs. Ich würde teilweise gerne noch weniger Sprit mitnehmen, weil ich es nun mal hier gar nicht brauche mit einer schnellen Runde, aber weniger geht nun mal nicht, ansonsten schlürft. Saugt der Motor einfach, ja, ins Leere. Nee. Also auch wenn die Tanks nur minimal voll sind, da durch die ganzen Geschwindigkeiten wird da schon dafür gesorgt, dass das Benzin nicht irgendwo an der Decke klebt, wenn man durch eine Kurve fährt. Und der Motor einfach nichts abbekommt. Sehr spät rein, deswegen der zweite Gang, das war die Bande. Die war sehr nah. So schnell war das jetzt nicht, aber Hauptsache ich bin noch dabei. Das war nämlich viel zu nah. So gut habe ich auch ruhig im Qualifying noch nicht hinbekommen. Der Hintermann ist recht nah. Sehr spät rein. Geht gerade noch gut. Auch mit Bodenwelle bekomme ich das ganz gut hin. Soweit so ganz zufriedenstellend. Sollte besser werden als die letzte Runde in Q1. Na, 2000. Kostet Zeit. Komm auch später in den 8. Gang. Schön rausgekommen. Auch hier schön rausgekommen.
Die Runde sollte auf jeden Fall besser werden als die aus Q1. Ah, wieder die Wiese. Den Wagen hat es leicht versetzt. Na, oh, nur 3 Zehntel schneller. Hab mit mehr gerechnet. Aktuell 5. Okay, gesteigert, ja. Fürs Weiterkommen sollte es reichen, nehme ich mal an. Aber jetzt ganz lieb zu den Reifen sein, mit dem müssen wir starten. Den Hintermann lasse ich gleich mal vorsichtshalber vorbei, ist ein Ferrari. Windschatten. Schnellste Zeit insgesamt. Aktuell ist die schnellste Rundenzeit 1 Minute 51,1. 1,3 Sekunden immer noch schneller. Genauso wie der Abstand zwischen uns und dem ersten in Q1. Die haben sich also auch genauso gesteigert. Dafür, dass ich so ein gutes Gefühl hatte, war die dann doch gar nicht so eklatant schneller, wobei eben in Q1 so viele Fehler drin waren. Dann war die Runde jetzt einfach nur sauber, eher reifenschonend als wirklich ganz schnell. Hintermann ist jetzt zu weit weg. Ah, damit kommen wir weiter. Fahrer vor mir. Button vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,51,9. Aber auch schon 1,51, ja, das sind halt die besten Fahrzeuge. Nicht der Mercedes, der Rosberg hinter uns, nein. Force India. Dann Männer und McLaren. Mir fällt gerade ein, ich habe gar nicht nachgeschaut, ob sie vielleicht einer von denen verbessert hat. Zu diesem Rennwochenende, was ja die Entwicklung angeht. Fahrer hinter mir. Rosberg hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 52,4. Genauso wie wir. Noch schnell? Oh. Naja, weiter kommt oder so, aber dennoch war es nicht schön. Oh, er fährt auf jeden Fall weiter, Kacke. Tja, aber dennoch ist Rosberg weiterhin der WM-Führende. Obwohl er beileibe nicht mehr den besten Wagen hat, aber er bekommt es punktemäßig immer noch hin, auf der 1 zu stehen. Nach der Sommerpause. Also das wird dann das längste Qualifying auf schwer in der dritten Saison. Q3 sollte erreicht sein. Aber ich werde dennoch, wenn ich jetzt die Reifen ausfahren kann, weil der Reifensatz am Ende eh weggeworfen wird, werde ich jetzt bloß eine schnelle Runde drehen. Die Herausforderung nehme ich weiterhin an. Weil da steckt eben schon ein Grundgedanke dahinter, dass ich es einfach in Zukunft auf eine Runde schnell bekomme. Und der nette Nebeneffekt ist, dass ich die Reifen damit ziemlich schonend behandle. So, mal gucken, ob ich die Reifen wirklich weniger hart herangenommen. Ja, 1%. 2 Zehntel sind jetzt langsamer als frische. Auf der 5 ausgeschieden, immer noch mit gelben Reifen. Ey, wollen die ganz viele rote im Rennen benutzen oder was? Massa auf gelben, Ricciardo auf gelben, genauso wie Ericsson, also ausgeschieden, nicht auf gelben, aber Vettel auf den gelben ausgeschieden, Grosjean auf den roten ausgeschieden und Sainz auch auf den roten. Also Platz 5 wäre schon ganz schön. 52-4-3-3, mal gucken, ob ich es mehr merke. Reifenabnutzung 8 und 7%. Dann haben wir den fürs Rennen und dann eben die beiden gelben, die sehr wichtig sein werden. 7 und 8, genau. Tankfüllung stimmt immer noch. Ja. So, jetzt überhaupt nicht verpassen, weil die Zeit wird immer weniger, die ich hier vorspule.
So, die achte Minute. Die siebte. Und los geht's. Los. Könnt noch später fahren, da ist die Strecke womöglich noch besser, sofern das bei dem Vorspulen auch halbwegs gut simuliert wird. Aber hey. Entscheidender wird sein, wie ich meine Runde hinbekomme, ob ich damit am Ende zufrieden sein kann. Ja, Sonne kommt wieder ein Stück raus im Vergleich zu Q2. Jeff, sei leise. Okay, geht in Ordnung. Ja, ist gerade die Phase, wo man reinkommt oder bald rausfahren will. Deswegen ist dann gerade in der Box viel los und nicht auf der Strecke. Könnte bloß blöd werden, wenn dann mir einer auf die schnelle Runde vor den Wagen knallt. Wetterbericht. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Es war jetzt zwar nicht wirklich schnell durch die Kurve, aber zu sehr eingelenkt. Na, jetzt war ich gelbwürdig. Ich will die Reifen schonen. So gut es noch geht. Ja, da hinten kommt gar niemand an. Da muss ich mir jetzt niemand... Na, zur Brust kann ich nicht sagen, zum Rücken nehmen und den vorbeilassen. Weil er vielleicht schneller sein könnte, eben auf einer schnellen Runde. Ein bisschen Schmutz muss sein. Noch überall 0%. Also ich bin schon mal reifenschonender als... Ah, das erste Prozent auf den Hinterreifen als in Q2. Ist überhaupt nicht gut für die Reifentemperatur, wenn man sieht, wie manche Teams da auch im Qualifying richtig kämpfen müssen. In echt, aber hey, das ist das Spiel. Und man nutzt einfach das, was das Spiel anbietet. Und in dem Fall frische Reifen und keine Probleme auf der schnellen Runde. Es kommt niemand raus, das ist gut. Sehr früh angebremst im Vergleich zu dem Reststück, was ich da jetzt noch hatte, bis zum Scheitelpunkt. Ich habe einfach genau richtig angebremst, aber ich habe zu früh gebremst für das genau richtig Anbremsen. Schon schlimm, ne? War ich vorhin später noch besser. Die Zeit wird womöglich schlechter werden als letztes Mal. Mal früher in den fünften geschalten. Hier besser reingekommen, aber den Randstand zu sehr mitgenommen. Ich glaube, die Runde wird schlechter. Mein Gefühl kann sich aber gerne täuschen. Wäre ich ganz zufrieden mit. Den Wagen da rutschen lassen ist jetzt nicht so schlimm. Die Reifen werden es schon verkraften. Die kommen ja eh dann in den Feierabend. Sehr spät angebremst, ich muss ja irgendwie was wieder kompensieren, ne? Aber die ganze Runde kann ich damit nicht wettmachen, scheiße. Aber so schnell war ich noch gar nicht, hä? Blödes Gefühl, du. Auf einmal fahre ich eine 1,51, fast 5. Hey. Muss man nicht verstehen, oder? Abgesehen hinten... Ja, im fünften Gang früh raus. Die erste Linkskurve nach der, ja, Knackpunkt-Rechtskurve, was die KI angeht. Und dann hinten die Bus-Stop-Schikane deutlich später angebremst, aber der Ausgang war total kacke.
Naja, hat gereicht für eine deutliche Verbesserung. Mensch, ey. Naja, nicht so sehr auf das Gefühl vertrauen, wobei das Gefühl schon verdammt wichtig ist, um so einen Wagen um die Ecken zu bewegen. Aber hey, ich freue mich einfach. Schnellste Runde insgesamt. Die schnellste Runde bis jetzt lag bei das könnte eng werden. 51,1, ja, 3/10, aber da muss ja ein Perez noch nach hinten und auch ein Harianto. Wo ist eigentlich Harianto? Wer denn auf der 3, Alonso auf der 5, auf der 2 vermute ich mal Hülkenberg. Ich muss unbedingt vom Rennen nochmal gucken, was sich eventuell verbessert hat an diesem Rennwochenende. Laut Leistungsdatenblatt. Hinter mir kommt gerade niemand. Ingenieur an. Verstanden, geht in Ordnung. Es klingt Ingenieur an. Jeff an. Jeff 1, Jeff 0. Na gut, also bestes Qualifying-Ergebnis auf einer Strecke, die uns entgegenkommt, weil die Pappkameraden hier nicht auf der Höhe sind. Also, obwohl Spielberg ist nochmal, schwierig, Spielberg und Belgien zu vergleichen. In Spielberg hast du halt wenige Kurven. Die Runde ist auch relativ kurz, aber da musst du ständig gut herausbeschleunigen. Und hier sind teilweise auch einfach nur die Kurvenfahrten sehr wichtig. Weil du hast ja auch sehr fordernde Kurven, sehr lange Kurven, die musst du da gut hinbekommen. Aber wenn ich in Monza in den ersten beiden Reihen stehe, dann stehe ich in den ersten beiden Reihen. Also in Monza kommt es so sehr auf den Motor an wie sonst nirgend. Insofern, wenn ich da besser dastehe als in Belgien, dann, ja, wir kennen ja Monza. Bei Codemasters mittlerweile. Halbe Stunde fast. Qualifying pur. Und nur 3 Runden gefahren. Reifen geschont und dennoch sehr gut platziert. Kann ich mir die Abnutzung angucken, ob ich da noch lieber weiß. Vorhin 6% glaube ich nicht. Ne, 7. Genauso. Also man könnte meinen, konstant gefahren. Bloß die Rundenzeit spiegelt das im Vergleich zu Q2 nicht wieder. Während wir uns etwas von diesem aufregenden Qualifying entspannen, sehen wir uns die Top 3 an. Perez, Hülkenberg und Pascal Wehrlein. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Lang, lang ist sehr, dass wir die Wasserpfeife hier am Ende des Qualifyings mal wieder gehört haben. Mann ey, ein halbes Zehntel hinter Wehrlein. Also Perez muss noch nach hinten, also werden wir unter den Top 3 ins Rennen gehen. Und die ersten 3 im Rennen in der Startaufstellung werden 3 Deutsche sein. Perez muss nach dem freien Training mit 5 Plätzen nach hinten, genauso wie Harianto. 3 Deutsche ganz da vorne. Coole Sache. Also, Perez auf der 1, Stand jetzt, dann Hülkenberg, Wehrlein, wir, Alonso, Harianto, Button, Räikkönen, Bottas und der WM-führende Nico Rosberg. Also, was klar ist, ich muss so viele Punkte wie noch nie im Rennen holen, alles andere wäre unter Wert, soweit so klar. Ich bin mal gespannt, wen ich von den Top 3 im Spiel hinter mir halten kann. Hänge ich mit McLaren rum? Was wird mit dem ersten Stint? Angefahrene Reifen hatte ich da schon lange nicht mehr, also auf ein Minimum in der Boxengasse kann ich mich nicht so ganz verlassen. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch und bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, tschüss.